1, 2, 1, 2. Mikro, Kaschau. 1, 2, 1, 2, ja. 1, 2, 1. Ja, so ist gut. So ist tipptopp. Hallo, Indy. Jetzt haben wir das Gefühl, ich mache Tier, aber es macht nichts. Das machen wir auch, wenn wir in die Akasha-Chronik gehen. Hallo. Die hat recht viel Therapie da jetzt. Ah ja? Ja, das ist wahnsinnig interessant zu beobachten. Aber sie fühlt sich so ruhig an. Ja. Ja, darum, sonst... Angst vorhin. Nein, nicht Angst. Aber so ein bisschen Respekt. Ja. Aber bei ihr nicht. Ja. Lustig. Oh. Kommst du noch sogar näher? Nein. Ja. Nein. Ganz fein, Indy, gell? Ja, ja. Hallo. Oh jö. Ich habe gar keine Angst. Heidi, schön, dass du da bist. Du hast gerade eine Ausbildung hier bei uns in der Quelle zum Thema Akasha-Chronik. Das ist gerade meine erste Frage. Was ist eigentlich Akasha-Chronik? Okay, also die Akasha-Chronik, da gibt es natürlich viel zu lesen im Internet. Aber ganz einfach und kurz könnte man sagen, die Akasha-Chronik ist ein energetischer Abdruck von uns allen oder von dir oder von mir, von allem, was du je gedacht, gemacht oder gefühlt hast. Ja? So alles ist da wie abgespeichert. Also die Cloud ist nicht eine Erfindung der Computerindustrie, sondern die gibt es wirklich, diese Cloud. Und da ist alles als in energetischer Form vorhanden. Und man könnte auch sagen, die Akasha-Chronik ist das Weltengedächtnis. Und weil es ein Gedächtnis ist oder eine Bibliothek, könnte man auch sagen, kann man alles nachlesen. Ja. Ja, spannend. Sehr schön. Und wie lange geht die Ausbildung jetzt bei dir? Die Ausbildung geht 5 Tage, 5 volle Tage. Ja. Ja. So ungefähr 20 bis 25 Stunden. Sie haben auch noch Hausaufgaben und Vertiefungen. Mhm. Also da einige Stunden so. Ja. Spannend. Meine nächste Frage, was gefällt dir an deiner Berufung am meisten? Also an meiner Berufung gefällt mir eigentlich sehr, dass ich Kontakt habe mit den Menschen, dass ich auch ganz konkret den Menschen eine Hilfestellung bieten kann. Also sie kommen mit Fragen, mit vielleicht auch Verwirrung oder Unsicherheiten. Und deshalb kommen sie für ein Reading, weil sie Hoffnung haben, dass vielleicht aus der Akasha-Chronik sie eine Lösung finden oder einen Hinweis, was sie anders oder besser machen können. Also es ist mit sehr viel Freude und Hoffnung verbunden, weil man immer den Menschen in eine neue Phase hinein begleiten darf. So, und das gefällt mir eigentlich sehr. Also meistens so der klassische Fall ist, dass sie kommen relativ niedergeschlagen und gehen mit einem Strahlen auf ihrem Gesicht wieder aus der Session heraus. Und das ist eigentlich sehr erfüllend, so etwas anbieten zu können und in den Dienst der Menschheit zu treten eigentlich. Ja, auch schön. Sehr schön. Und was macht dir allgemein so im Moment am meisten Freude im Leben? Also, sie macht mir sehr viel Freude, das ist Indy. Sie ist auch dabei bei der Ausbildung und sie nimmt auch Schwingungen auf und geht zu den Leuten hin, wenn die es nötig haben. Okay. Was mir sonst noch sehr Freude macht, ist natürlich der Herbst. Also ich genieße diese herbstlichen Momente, das farbige Laub, spazieren im Wald. So, das ist im Moment sehr schön. Ja. Ach, schön. Ja. Wie alt ist Indy? Etwas über 2 Jahre. Ja. 2 Jahre und 2 Monate, ja, genau. Schön. Was willst du in deinem Leben unbedingt mal noch gemacht haben? Hast du da etwas, was du noch erlebt möchtest? Ja, es gibt schon noch so ein paar Orte auf der Erde, die ich gerne besuchen möchte. Mehr so spirituelle Orte vielleicht. Aber da weiß ich, da muss man jetzt noch ein bisschen warten, weil es jetzt gerade nicht die Phase ist, um große Reisen zu unternehmen. Ja. Eben vielleicht mal in den Himalaya oder so, das würde ich gerne. Ja. Ja. Ach, schön.
Dann die letzte Frage schon. Ja. Magst du es, wenn man dir Fragen stellt? Ja. Ja? Ja. Also ich, weil der Austausch mit Menschen ist ja, Fragen verraten ja nicht nur die Frage selbst, sondern sie verraten auch, wo der, dieser Mensch, der diese Frage stellt, wo er gerade steht. Mhm. Also vielleicht bei Journalisten etwas anderes, aber so im, generell im Leben, wenn ich Leute in meinem Unterricht habe oder zu mir in die Chronik kommen, die Fragen verraten auch immer ganz viel. Mhm. Hinter den Fragen kann man eigentlich schon ganz vieles lesen. Stimmt, ja. Ja. Und deshalb finde ich Fragen sehr gut. Was auch sehr gut ist bei Fragen, dass du eigentlich darauf, Fragen ist wie eigentlich ein grüner Pass, eine Antwort zu geben. Und manchmal wollen wir vielleicht jemandem etwas sagen, weil wir beobachten, das ist vielleicht nicht gut für diese Person. Mhm. Aber wenn ich einfach kommen würde und sage, hey, das ist im Fall nicht gut für dich, dann würde das nicht auf fruchtbaren Boden stoßen. Mhm. Wenn mich aber jemand fragt, Heidi, meinst du, das macht Sinn, dass ich das mache? Oder Heidi, meinst du, das ist gut? Oder wie siehst du das, Heidi? Dann gibt es einen grünen Pass. Sie erlauben mir, eine Antwort zu geben. Und diese Antwort hat mehr Chancen, dass sie auf einen fruchtbaren Boden kommt, weil sie sich für, mit dieser Frage geöffnet haben. Ja, war schön. Ja? Vielen, vielen Dank, das war sehr spannend. Gern geschehen. Danke an Indi, ja, dass du dabei warst. Ja. Danke an euch. Danke an euch. Merci vielmals.